Tischtennisverband Niedersachsen verbindet eigentlich zwei Ziele mit dem Rundlauf Team Cup. Das ist auf der einen Seite, dass wir die Kinder natürlich für unsere Sportart begeistern wollen und den Facettenreichtum auch vorstellen wollen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass die Vereine mit den Schulen zusammenarbeiten, und dafür bietet auch der Rundlauf Team Cup eine wunderbare Möglichkeit. Zurzeit ist es so, dass noch nicht alle Schulen automatisch am Rundlauf Team Cup teilnehmen können, weil die Veranstaltung leider noch nicht landesweit flächendeckend angeboten werden kann. Das ist klares Ziel. Im Moment haben wir aber 25 Standorte in ganz Niedersachsen, also schon eine beträchtliche Anzahl. Und an diesen Standorten kann jede Grundschule und jede Förderschule am Wettbewerb teilnehmen. Kinder nehmen vor allem bei der Regionalmeisterschaft wirklich die tolle emotionale Stimmung mit. Und sie erleben den Sport im Team. Das ist, glaube ich, für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, den Kindern das zu bieten. Und ja, wie es im Sport so ist, Erfolg und Misserfolg sind auch dicht beieinander. Und sie lernen eben auch dort mit Misserfolgen umzugehen, was im Team auch alles besser zu verarbeiten ist. Und ja, auch der Erfolg ist im Team noch schöner, und das zeichnet eigentlich die Veranstaltung aus, und das sieht man auch bei den Kindern, wenn sie teilnehmen, dass sie das, glaube ich, sehr zu schätzen wissen. Kinder gibt es richtig viel zu gewinnen beim Rundlauf Team Cup. Wir haben viele Kleinpreise, die wir zur Verfügung stellen für die platzierten Kinder. Aber auch jedes Kind, was teilnimmt, bekommt eine Urkunde. Ja, und dann haben wir natürlich unseren Hauptpreis, unseren iPong-Tisch, den ich hier mal mitgebracht habe. Das ist ein Mini-Tischtennistisch mit einer individuell gestalteten Oberfläche von dem Gewinnerteam. Und das fotografieren wir bei der Regionalmeisterschaft extra ab und lassen diesen Tisch anfertigen. Und der spiegelt natürlich auch nochmal so ein bisschen die Philosophie vom Rundlauf Team Cup wider. Denn der Gewinn ist natürlich für die ganze Klasse. Denn an diesem Tisch wird nicht nur das Siegerteam spielen, sondern die ganze Klasse. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen.